zur Internet- bzw. Medienzensur. Ich vergaß es längst, er hat es ja auch versprochen. Zur Erinnerung, Wolfgang Schäuble und sein freudiger Versprecher bei den dritten Berliner Medienreden am 24. November 2008. Aber natürlich hat uns spätestens das letzte Jahrhundert auch gelehrt, dass wir der Verführungskraft der Medien auch nicht zu uneingeschränkt trauen dürfen. Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle, Kanäle über Grenzen hinweg. Früher war die mediale Öffentlichkeit mehr oder weniger eine nationale Öffentlichkeit gewesen. Und heute leben wir im Global Village.